Hallöchen alle zusammen da draußen. Willkommen zu einem kleinen neuen Spiel. Was heißt klein? Wir spielen Horizon Zero Dawn. Ein kleines Spiel ist es nicht wirklich. Ich habe es schon mal angetestet, habe eine Ewigkeit gebraucht, bis ich den Prolog durchgespielt habe. Ist per se ein richtig geiles Spiel. Wie immer werden wir erstmal auf Schwierigkeitsgrad einfach anfangen. Bevor ich aber jetzt loslege, eine Kleinigkeit hier zu den Aufnahmen von dem Game. Da das ein sehr langwieriges und großes Game ist, werde ich quasi immer etwas längere Aufnahmesessions machen. Das heißt also, die Videos werden irgendwie ohne Großverabschiedung oder sowas aufhören und dann flüssig ins nächste übergehen. Und dementsprechend ist das, glaube ich, hier das Einfachste für uns alle und auch das Angenehmste, anstatt dass ihr jedes Mal wieder mein Hallo und herzlich willkommen hören müsst. Und ja, jetzt wollen wir uns das Spiel mal zusammen angucken. Gibt es ja schon zuhauf bei YouTube, habe ich gesehen. Und das auch zu Recht, wie gesagt, ein richtig geiles Spiel, großes Spiel vor allem auch. Und es geht im Endeffekt, spielt das ganze Spiel in der Zukunft, da steht da sogar, die Erde in einer fernen Zukunft. Die Natur hat die Ruinen einer vergessenen Zivilisation zurückerobert, aber die Menschen leben in primitiven Stämmen weiter. In dieser neuen Wildnis kämpfen, bla. Ah ja, in dieser neuen Wildnis kämpfen sie ums Überleben gegen Maschinen, schreckliche Maschinenkreaturen unbekannter Herkunft. Heißt also, es gibt sowas wie Raptoren und Pferde und. Also Tiere und alles gibt es in der freien Wildbahn. Allerdings sind das alles Maschinenviecher. Sind auch nicht immer so einfach zu töten. Das heißt also, man muss hier immer sehr stark auf seine Umgebung achten und auch mit der Umgebung spielen. Entsprechend, um die Viecher zu töten. Die haben immer auch irgendwelche Schwachstellen. So, und jetzt halte ich meine Klappe. Beeren. Ein geschickter kleiner Sammler bist du, Bast. Nun geh, vielleicht findest du noch mehr, hm? Wirklich toll, gut gemacht. Kinder, kommt mit mir. Die Ausgestoßene ist zu meiden. Da. Ja. Oh, komm schon. Wir sind also eine Ausgestoßene. Warum auch immer. Kam jetzt, glaube ich, noch nicht so wirklich durch. Glaube, geh in die Höhle hinein. Okay, ich wollte gerade sagen, wir müssen wahrscheinlich den Weg hier rausfinden. Oh. Ziemlich eng. Aber ich passe na? Durch. Ah ja, Viereck. So. Das muss eine Ruine der Metallwelt sein. Schon geil gemacht. Einer hier. Der alten Orte. Ich habe mir das letzte Mal, als ich, wie gesagt, ich habe es schon mal angespielt, als ich hier durchgerannt bin, habe ich mir das alles nicht so genau angeguckt. Entsprechend müssen wir uns jetzt hier ja mal ein bisschen umschauen. Scheint irgendwie alte Kanalisation oder sowas hier zu sein, so wie das aussieht. Ist auf jeden Fall nicht schlecht.
Ich habe leider, muss ich auch zugestehen, nur die normale PlayStation 4. Ja? Es gibt ja ich soll nicht an solche Orte gehen. Mittlerweile auch die PS4 aber Pro. Er ist nicht. Ich glaube, da kann man hier im Spiel sogar, können wir mal grad schauen für die Leute, die es interessiert. Nein, das lassen wir mal schön auf einfach. Bei Grafik, genau. Kann man die Grafik umstellen, wenn man die PS4 Pro hat. Ich habe sie leider nicht, deswegen bleibt das hier alles nicht verfügbar für mich. Aber wie gesagt, für die, die es interessiert und die Pro haben, die können es entsprechend umstellen. Wer das noch nicht herausgefunden oder gefunden hat, kann das dann jetzt entsprechend tun. Hier ist sonst auch nichts. Alte Maschinen, alte Steuerung oder was auch immer das mal gewesen sein soll hier. So, immer weiter. Immer tiefer in die Höhle hinein. Okay, oder immer höher hinaus. Auch möglich. Da vorne ist irgendwas. Na, dann schauen wir doch mal, was da vorne ist. Was ist das? Ein Toter. Irr. Natürlich im absoluten Rampenlicht. Da glänzt doch etwas. Da glänzt doch etwas. Untersuchen wir es doch mal. Was hat sie gedacht, dass er jetzt wieder aufersteht? Tut mir leid für meine blöden Kommentare gerade. Wie gesagt, den Anfang hier habe ich schon mal gespielt. Von daher. Müsst ihr mir verzeihen. Ansonsten blendet mich einfach aus und schaut in Ruhe zu. Lichter! Überall! Wie macht es das? Ihr seht, das ist quasi, sowas wie ein Scanner, der mir hier unten zumindest alte Technologien und was auch immer anzeigt. Aber auch zum Beispiel, weiß nicht, so genau hatte ich mich hier unten das letzte Mal gar nicht umgeschaut. Was haben wir da oben noch? Komme ich da hin? Ne, ist einfach nur ein Lämpchen. Es zeigt mir aber zum Beispiel auch da oben die Tür an. Das heißt also, genau, da Brandschutztür verstärkt, Verschluss in. Was? Integrität. Meine Fresse. Lesen sollte gelernt sein, ich weiß. Verschlossen. Vielleicht komme ich ja mit dem Gerät hier raus. Ja, vielleicht. Verwende das Gerät, um den Raum zu scannen. Wer ist schon da unten jetzt gerade? Gar nicht. Scan. Da haben wir noch was. Sieht so aus, als müssten wir dahin. Also, suchen wir uns nochmal einen Weg darüber. Das ist ja schön, das kann man auch ausstellen, diese Wegmarkierung hier, glaube ich, wenn ich das mal richtig gefunden habe in den Einstellungen. Aber sie können einem teilweise echt krass weiterhelfen. Was haben wir hier denn noch? Das hatte ich zum Beispiel das letzte Mal gar nicht. Es hängt mit der Tür zusammen. Doch, dann schon. Hängt mit der Tür zusammen, okay. Kann ich hier irgendwas machen? Sicherheitsschlüssel, Verschlüsselungsport mit biografischem Display. Die Daten zeigen erfolgreichen Einstellungen für Holoschlösser in der Nähe an. Okay. Ach, erforderlich, nicht erfolgreich. So. Nutze das Holoschloss. Da wollen wir es doch mal benutzen. Okay. Das zeigt uns die erforderlichen Einstellungen an. Das heißt also, da ist das rote Ding unten. Ich gehe mal davon aus, dann müssen wir es hier auch nach unten stellen. Und tada! Es scheint was gebracht zu haben. Ein Farbwechsel! Gut, das zeigt uns jetzt nichts mehr an. Scheinen wir irgendwas richtig gemacht zu haben. Was haben wir hier noch? Nichts Interessantes. Ein Farbwechsel an der Tür. Tür öffnen. Tada. Geschafft. Mann, das muss echt weit in der Zukunft spielen.
wenn man überlegt, diese Tropfsteindinger hier. Ich weiß gar nicht, wie die Dinger von oben heißen. Es gibt einmal Stalagmiten und... wer sind die anderen? Toll, jetzt fällt mir nicht mehr das ein. Auf jeden Fall wächst das eine von unten, das andere von oben. Und wenn die schon so groß sind hier teilweise, muss die Höhle schon echt alt sein. Die wachsen ja, glaube ich, irgendwie nur einen Millimeter in 100 Jahren oder sowas war das, glaube ich mal, gell? Sag mir, wenn ich mich irre, könnt mich auch gerne verbessern. Ich meine mal, irgendwie sowas im Kopf gehabt zu haben. So, dann folgen wir mal unseren Wegpunkten weiter. Es scheint gerade sonst nichts. Okay, scannen wir das und mal. Und noch ein Gerät, wie das, was im Grupp... Noch ein Gerät, okay. Meinst du, gefällt das? Es geht nicht besser. Er ist direkt hinter dir. Hi! Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Schau, Daddy kann nicht bei dir und Mom sein, aber wir können trotzdem feiern, oder? Klar können wir. Zeig's mir nochmal. Nicht besser. Er ist direkt hinter dir. Hi. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Schau, Daddy kann nicht bei dir und Mom sein, aber wir können trotzdem feiern, oder? Klar können wir. Alles Gute, Isaac. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Jo, immer brav weiterschauen hier. Jetzt gibt es hier, glaube ich, nicht mehr viel zu scannen. Oh, was sehen wir denn? Ah, seht ihr, da oben sehen wir doch schon Tiere. Sieh mal einer an, Läufer. Das ist mir das letzte Mal gar nicht aufgefallen. Notizbuch anzeigen. Ah, okay. Wie gesagt, ich bin das letzte Mal noch relativ schnell durchgelaufen, weil ich mir mal angucken wollte alles. So genau angeschaut habe ich mir das gar nicht. Ah, okay, das sind einmal... Da wird sogar die Schwachstelle angezeigt. Coolio. Lohnbehälter. Schwäche, Feuer und Abriss, okay. Das ist, das, was ich vorhin schon mal gesagt hatte. Man muss hier ein bisschen mit den Schwachstellen und der Umgebung sich vertraut machen, um ja tatsächlich in manchen Kämpfen erfolgreich davon zu kommen. Ab und zu kann man auch wirklich tatsächlich einfach draufholzen, aber das sind die allerwenigsten Fälle, wo das wirklich was bringt und machbar ist, weil oftmals verliert man dann eigentlich mehr, als dass man gewinnt. Von daher... Haben wir hier hinten noch? Hier bin ich, glaube ich, gar nicht lang gegangen das letzte Mal. Hier liegt doch auch noch was. Ja. Dürfte ich es mir auch anhören? Ah, okay. Na, schönes neues Jahr, liebes Tagebuch. Kannst du glauben, dass wir gestern Abend gefeiert haben? Haben wir aber. Gewissermaßen. Direktor Evans lud uns alle in den Gemeinschaftsraum ein. Weiß nicht, wo sie die bunten Hüte her hatte. Das war einfach nur makaber. Da sitzen wir also, warten, bis die Uhr Mitternacht erreicht. Und ich denke mir, versteht außer mir niemand die Symbolik? Vielleicht, wenn Skylar sich wieder betrunken hätte, aber den Fehler mit mir scheint sie nicht wiederholen zu wollen. Tja, wird bestimmt seinen Grund haben, ne? So, hier haben wir noch was. Sie haben sich im Gemeinschaftsraum aufgestellt. Wie Vieh im Schlachthaus. Aber sie haben sich angelächelt. Xana teilt Medikamente aus, als ob das Leben ein Schmerz sei, der verschwinden muss. Tja, ich nicht. Ich will nicht verstummen. Ich will nicht verhallen. Am Ende meines Lebens soll ein Punkt stehen. Warum sind Keine sie hier Klammer. Gestorben? Nein, was ist ein passiert? Ausrufezeichen. Also, wenn das hier jemanden aufregt, Pech gehabt. Ich schulde niemandem mehr. Irgendetwas. Okay, der Kerl scheint hier mit sich im Reinen zu sein. Er ist da. Wir hören hier irgendwas. Wir scheinen gleich aus der Höhle raus zu sein. Hier unten. Ich... Jawohl, sehr schön. Urmutter sei Dank. Komm, Kind, nimm meine Hand. Das ist kein Ort für dich. Komm hoch. Oh, gefährlich war es jetzt auch nicht wirklich. Ich glaube, hier oben in der Oberfläche ist es gefährlicher. Solche Orte sind verboten, Aloy. Bin reingefallen. Sie gehören zur Metallwelt. Was hast du da am Ohr? Nichts. War das da unten? Nein. Los, gib es mir. Nein. Aloy,
Solche Dinge sind gefährlich. Nein! Na, wenn du ganz allein von zu Hause wegläufst, wirst du lernen müssen, wie du in der Wildnis überlebst. Komm, Aloy. Das wird auch Zeit. Nach Hause. Und ab morgen wirst du lernen zu jagen. Ja, schwarzer Bildschirm ist auch schön anzusehen. Ah ja. Ja, schon so ein bisschen lächerlich aus, wie da in der Luft rumspielt. All diese Formen. Ich will echt nicht wissen, wie das Ganze auf der PS Pro aussieht. Was bedeuten sie? Nimm deinen Bogen. Bogen? Und kein Murmeln ins Spielzeug. Wir gehen jetzt ins Tal. Komm mit. Ich muss ja sagen, die Grafik ist schon echt geil. Nicht die beste, die man gesehen hat, aber sie ist schon richtig geil. Und wie gesagt, ich will nicht wissen, wie das Ganze auf der PS4 Pro aussieht. Das ist bestimmt nochmal... Die Wildnis kann gefährlich sein. ...dürfte eine ganze Ecke besser sein. Du musst bei mir bleiben und tun, was ich sage. Ich weiß. Du bist immer noch zerschrammt vom Sturz gestern. Fangen wir damit an. Nimm diesen Medizinbeutel. Ich zeig dir, wie man ihn füllt. Oh yeah, Medizinbeutel, oh yeah. Siehst du die Pflanze hier drüben? Ja, das ist ein Salbestrauch. Komm her. Sammle seine Beeren in deinen Beutel. Auf Dreieck, machen wir doch platt. Gut, jetzt isst die Beeren. Bäh. Ist doch bestimmt noch irgendwo mehr. Sie schmecken vielleicht bitter, aber sie können dein Leben retten. In deinem Beutel sollten immer heilende Beeren, Blumen und Pflanzen sein. Ist hier dein Skelett, Digga? Mehr oder weniger. Dieses Tal ist nur ein Teil von Blumutters Becken. Der Witz ist, man sieht zwar grob seinen Bart und sowas dadurch, aber die Klamotten, die er da drunter hat, sonst nichts. Also, you know, wird ja nicht alles sein, was er anhat. So. Mal schauen. Ah, da ist noch was, was wir einsammeln können. Können wir ein bisschen die Augen offen halten hier. Abwärts ist eine Maschinenherde. Denn und ich werde dir zeigen, wie man jagt. Sind sie gefährlich? Wenn ich eins schon gelernt habe in diesem Spiel, dann ist es, dass man den Medizinbeutel tatsächlich nicht unterschätzen darf. Aber stets möglichst gefüllt halten. Das heißt also an Rohstoffen oder sowas sollte man nach Möglichkeit nicht vorbeilaufen. Eine Maschine kommt. Runter und folge mir in das hohe Gras. Wewe, wird gemacht. Jawohl, Meister. Da. Bleib jetzt unten. Baby! Nein, Aloy. Solche Maschinen nennt man Wächter. Du musst ihrem Blick ausweichen, wenn du in der Wildnis überleben willst. Ich zeig's dir. Hör gut zu und tu, was ich tue. Halt still. Lass ihn vorbeigehen. Mal scannen. Sehr schön. Bleib geduckt. Und folg mir über den Pfad ins hohe Gras. Ist gebongt. Machen wir. So, das ist halt das, was ich schon mal gesagt habe. Und das hat man zwar in vielen Spielen, dass man hier so die Möglichkeiten hat mit dem Schleichen und, aber hier braucht man es tatsächlich teilweise, oder das heißt teilweise der Großteil, weil diese Viecher auch gerne einen Arm schlagen und dann kommen auch irgendwelche Viecher an, die man so gar nicht gesehen hat. Deswegen muss man da immer mal so ein bisschen Obacht geben und aufpassen, dass man da nicht das falsche Vieh alarmiert. Und wenn ich jetzt schaffe, euch zu zeigen, wird schon angezeigt. Nee, die Spur wird momentan noch nicht gezeigt. Das war der letzte. Doch, da wird zum Beispiel die Spur gezeigt, die Runde, die er läuft. Die haben also oftmals feste Routen, die laufen. Und dementsprechend kann einem das Gerät auch helfen, den auszuweichen. Was per se ziemlich geil ist. Gut gemacht. Sie haben dich nicht bemerkt. Ja. Kannst du mal sehen, ich bin bleib bei mir. Die Herde müsste vor uns sein. So.
Na komm, wo ist denn die Herde? Ich will die Herde sehen. Das will ich auch können. Wer ist das? Ignoriere ihn. Warum ist er da oben? Er lächelt uns zu. Tap! Komm nach Hause zurück! Tap! Wo bist du? Ignoriere ihn. Wir sind Ausgestoßene, er ist vom Stamm. Vielleicht mag er den Stamm nicht. Dann ist er ein Narr. Komm jetzt, suchen wir die Herde. Folg mir. Okay, also wir wissen bereits, dass wir Ausgestoßene sind. Und wir wissen, dass er zumindest den Stamm trotzdem für sehr gut hält. So, ich meine, ich will euch nicht so viel verraten. Ich weiß, warum wir Ausgestoßene sind. Da, siehst du. Aber... diese nennt man Läufer. Das behalten wir erstmal für uns. Das kommt schließlich noch früh genug raus. Rennt! Warum hast du sie verjagt? Um dir zu zeigen, dass manche Maschinen aufgeschreckt wegrennen, wenn sie dich sehen. Man muss sich ihnen heimlich nähern.